Die total verrückten Weihnachts-Yetis, meine Damen und Herren. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie das passiert, dass am Anfang ist dieser Weihnachtsbaum da und dann werdet ihr rausgeschickt und dann kurz später ist der Weihnachtsbaum total gut geschmückt. Und was die wenigsten wissen, ist, dass dann in der Zwischenzeit der Weihnachts-Yeti kommt und den Weihnachtsbaum schmückt. Und wir wollen, we want to challenge how well you are as Christmas Yetis. You need to put these on. Ihr müsst jetzt für uns die Weihnachts-Yetis machen, dann müsst ihr jetzt durch. So, und dafür haben wir diese wunderbaren Weihnachtsbäume vorbereitet. Bitte sehr, Daniel und Luisa. So, kommt mal mit hier. You come to the front. Okay, ich muss das jetzt mal erklären, wie das funktioniert. Die Aufgabe ist, du musst jetzt hier aus dem Publikum diese Deko holen von den Bäumen. Und hier auf den, schau mal, das ist so mit Klettverschluss. Kannst du das dann hier so drauf batschen? Und wenn du deinen Weihnachtsbaum früher fertig hast, dann darfst du diesen Stern hier auf den Dez batschen. Ist nicht ein Traum. Wenn ich verliere, dann? Wenn du verlierst, dann bist du Zweiter. Auch nicht so schlecht. Okay. So, Espen, did you understand what to do? So, I'm gonna get the fitting. Yeah, right. And there's a lot of wrong ones, so you need to be very aware. There's a wrong one. Yeah, and then put it on. And when you, whoever comes first, can use the star to crown his creation. Ich glaube auch, dass die nicht gleich groß sind. Ich finde es schade, dass du es erwähnt hast, weil jetzt sieht man, dass wir unsere Monsterfigur von vor eineinhalb Jahren recycelt haben. Okay. Okay. See, he's so humble. Such a humble gentleman. Nee, die Yetis, die hatten keine Daumen. Deshalb können die auch immer nur ein Stück zur Zeit nehmen. That's why you can always just get one piece at a time. Okay. One piece at a time. So you need to run around all the time. Okay. You ready, guys? Ja, das, die Vorbereitung ist alles. Er ist der neue Yeti. Okay, der Über-Yeti. 5, 4, 3, 2, 1. Bitte. Oh, du musst viel schneller sein, glaube ich. Nee, das muss ja auch noch passen. Also jetzt hast du doch zwei mitgenommen. Na, dann wollen wir das noch einmal gelten lassen. Aber sonst musst du eins immer nur machen. Oh, 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 Espion ist schon ganz schön weit vorne. Und die Katze und der Stern. Ah. Espion, meine Damen und Herren, hat gewonnen. Und der zweite Platz, meine Damen und Herren, geht an Patrice. Vielen Dank, lieber Daniel. Vielen Dank, liebe Luisa. Das habt ihr toll gemacht. You really tried, Patrice. They tricked me. Yours didn't fit. No, mine, like some of these gadgets were not existent on my tree. So, but that's okay. Actually, that was part of the task, actually, to find the, that was part of the challenge. This kind of reminded me of an IQ test, you know? It's like... Yeah. So we have IQ 250 and IQ 300, ladies and gentlemen.